So. Hi. Ich habe gerade nämlicherweise mein Fenster verschoben, also nicht wundern, wenn da jetzt nach dem Schnitt irgendwas anders ist. Moment. Ah, rübsen ist nicht gut. Ich will irgendwann los. Nein, ich kann in die alten. Oh, nur Leben. Okay, ich bring mich um. Wie? Moment mal. Bett. Ach, Schaden. Die mag ich. Oh, die Attacke ist schön. Ich will mich umbringen. Bitte. Jeder anderen. Ah, danke, Tiger. Ah. Wie rennt der Tiger überhaupt? Egal. Ich bleib mal um hier unten und spiel ein bisschen mit dem Tiger. Fuck. Autsch. Autsch. Ah, komm, macht mir mehr Schaden hier. Hallo. Bruder. Ja, du machst ein bisschen Schaden. Fuck. Yes, ich hab einen weiteren Boss weg. Geil. Geil. Gut, so. Jetzt haben wir wieder volle Leben. Ja, continue. Und wir gehen zu Repairman. Zwar hat er beim letzten Mal geglitscht, was dämlich ist, aber wir schaffen den. Jetzt haben wir ja den Hitshot. Der ist verdammt geil. Ich glaube, das ist diese Metal-Man-Waffe von Megan Roxy. Weil, wer es jetzt weiß, bei Mega Man 2 gab es hier Metal Man. Und die Waffe von dem war so stark, dass man das gesamte Spiel eigentlich nur mit dieser besiegen konnte. Denn der Metal Man, der Boss, von dem man die bekommen hat, am Ende bekämpft ja alle Bosse nochmal, der wurde von seiner eigenen Waffe gewone-hitted. Also, das ist schon irgendwie ein bisschen dämlich, wenn man sich von seiner eigenen Waffe sofort töten lässt. Gut, anscheinend ist meine eigene Waffe meine Dämlichkeit. Ja, gut, oh fuck, okay, alles voll. Immer noch großartige Musik und noch ein E-Tank, jetzt habe ich zwei, geil. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne Leben. Wenn das gehen würde, Leben, bitte, anyone? What the f- was? Nein! Ich habe gerade die Glitch entdeckt, ich war, what the fuck. Yay, Mega Man kann schweben. Okay. Ja, ich finde echt wirklich oft Glitches in allen Spielen. Ja, komischerweise habe ich irgendwie. Ach komm, leck mich. Ich habe irgendwie eine Gabe dazu. Ich kann in fast jedem Spiel einen Glitch finden oder einen Bug oder sonst was. Keine Ahnung warum, aber. Keiner meiner Kollegen, oh fuck, kann das derart gut. Die finden nie solche Sachen. Und ich wirklich ständig. Tot. Okay, gut. Was? Okay, egal. Ja. Ich überlege auch irgendwie nach diesem Spiel hier. Obwohl ich es hasse, es ist Mega Man. Ich kann es nicht wirklich hassen. Es ist dieses schöne Retro-Schwer. Und da habe ich mir überlegt, ob ich nicht einfach noch mehr von diesen ja Fanmade Megamans spielen soll. Beziehungsweise von diesen halt Computer Megamans, weil ich mag die eigentlich gerne. Und die Original Megamans kann ich so ausspielen, weil ich habe halt Mega Man 3 hier. Aber ja. Irgendwie. Die wurden schon sehr, sehr oft gemacht. Und ich glaube, das ist mein Problem damit. Die sind schon. So oft gemacht worden von großen Leuten, so wie zum Beispiel Mirko. Fuck you. Das Mirko LP. Und, ja. Von daher, ja. Bin ich, glaube ich, eher zu denen, habe ich eher einen Hang zu diesen PC-Megamans. Von daher überlege ich mir eventuell Megaman
X Street Fighter zu machen. Weil das war cool, das habe ich auch noch. Da habe ich mir runtergeladen, auch die verbesserte deutsche Version, die ich dann spielen werde. Würde. Fuck. Ich weiß nicht, was daran anders ist. Ich habe ja aufgeschnappt, einen Monat lang gibt es halt Spiel halt gerade Mega Man X Street Fighter. Und dachte ich mir, ja geil, holst du dir letzte Idee eben runter und dann hast du das. Wenn es nur fuck für. Ich war unverwundbar. Du dämlicher Scheiß. Naja, auf jeden Fall habe ich mir halt gedacht, holst du dir das, weil du magst Mega Man und kostenlos ist kostenlos. Und ja, dann habe ich mir das geholt und einmal ganz kurz angespielt. Da dachte ich mir, hey, du willst doch sowieso Let's Plays machen. Let's play den Scheiß doch. Gut, und seitdem ist es in meinem Ordner Spiele. Und hab's nie wieder angefasst. Fuck, das war knapp. Was ich aber wieder machen werde jetzt, wie gesagt, wenn ich's mache. Ich bin mir echt noch nicht sicher, ob ich das. Fuck you. Ob ich das wirklich mache. Weil, die Flair muss sterben, muss sein. Weil, keine Ahnung, ganz einfach so, weil ich Lust dazu habe. Was ist eigentlich, ich weiß nicht, wer das mitbekommt hat, aber jedenfalls in meiner mitbekommt hat. Mein Deutsch. Deutsch 1 plus. In letzter Zeit spielen alle mit ihren Smartphones, Tablets und so was wieder Pokémon auf dem Emulator. What the fuck, guck mal. Kann ich hier. Viele Mäuse tanzen mit oder was? Okay, egal. Ich sehe wirklich viele, vor allem in meiner Region hier, auch Klassenkameraden, die spielen Pokémon auf ihren Smartphones in irgendeinem Emulator und meistens halt Pokémon Blattgrün oder Smaragd. Und da denke ich mir, einmal gut, weil ich mag Retro-Games, Pokémon ist eigentlich meine Kindheit. Meine noch anhaltende Kindheit. Ich sag mal meine frühere Kindheit. Also früher habe ich wirklich unglaublich viel Pokémon gespielt. Auch noch damals, vor, was, 10 Jahren? 10 Jahre, genau, nein. Vor 5 Jahren. Wo man noch die Game Boy Advanced mit, ja, ich spreche es aus, mit einem Kabel verbinden musste, um dann nur seinen Kollegen irgendwo in seiner Geheimbasis in Pokémon Smaragd zu haben, der da eh seine mit seinem Cheat-Modul ercheateten Pokémon rumsitzt und den du nie besiegen konntest. Hab ich's Gas, egal. Auf jeden Fall, spielen wieder verdammt viele Pokémon. Und ich wundere mich echt, warum? Was hat das ausgelöst? Und wenn ich dann so jemand bin, der zwei Game Boy Advance hat und halt noch die Original-Pokémons, die an Jinger spielen. Und du kommst ja dann mit deinem Game Boy One und sagst, Smartphone ist viel besser. Warum ist das besser? Auf so einem Game Boy war das früher nur draußen. Ja, Smartphone ist besser. Warum? Weil es illegal ist. Ich meine, ich bin jetzt nicht so, Emulatoren sind illegal, darf man nicht, wololololo, aber ich benutze ihn nicht gerne. Ich bin jemand, der ist dann schon dafür, fuck you, dafür, dass man sich das Originalspiel holt, weil es ist nicht wie ein Entwickler, das ist Nintendo, die haben eh genug Geld, aber ich weiß nicht, es ist für mich irgendwie ein anderes Gefühl, du bleibst halt unten drin, Maus. So. Es ist für mich ein anderes Gefühl. Fuck my life. Okay, zurück. Es ist für mich ein anderes Gefühl, wenn man es im Original spielt. Deswegen habe ich ja auch hier noch NES stehen mit Bubble Bobble und fuck. Fuck, eine falsche Richtung. So, mit. Sack my cock. Mit Bubble Bobble und Mega Man 3 und Super Mario 3 und Kirby's Adventures und Leben. Ja. Finde ich ja komisch, dass dann die Leute kommen. Smartphone. Naja. Finde ich eigentlich schade. Vor allem kann man da keine Pokémon tauschen mit auf dem Emulator. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Da kannst du kein Kabel mehr reinstecken. Und dann hast du auf einmal deinen Kollegen da in der Geheimbasis, die man nur mit dem Kunstrad erreichen kann. Gibt's noch Leute, die das kennen? Ich weiß es nicht. Ich denke, vermute nicht. Vor allem nicht Leute, die mich zuhören und das kennen. Aber
falls dieser jemand da draußen ist, schreibt doch einen Kommentar.